war Stadt des deutschen Handwerks, alt. Oder hier, Karmeliterkirch, echt gotisch, noch älter. Und hier, IG Farben, das größte Bürohaus von der ganzen Welt. 1928 wurde das gewaltige Projekt begonnen. Ein Bürohochhaus für 2000 Menschen. 250 Meter lang, sanft geschwungen. Bauherr, das IG Farbenkartell. Es galt, ein Gebäude zu schaffen, das die Wirtschaftsmacht und Kraft der 6 zusammengeschlossenen Chemiefirmen, darunter Bayer, Höchst und BASF, repräsentierte. Hans Pölzig, einer der renommiertesten Architekten seiner Zeit, ein Mann des Reformgedankens und der neuen Sachlichkeit, erhielt den Auftrag. 1930, mitten in tiefster wirtschaftlicher Depression, war das IG Farbenhaus fertig. Die Initiative dazu war von Karl Bosch ausgegangen, dem Chemiker, Nobelpreisträger und damaligen Vorstandsvorsitzenden der IG. Gemeinsam mit Karl Duisberg, dem Chef des Aufsichtsrats, hatte er Mitte der 20er Jahre auf den Zusammenschluss der Chemiefirmen gedrängt. Dem Rat der Götter, wie der damalige Vorstand genannt wurde, gelang es binnen weniger Jahre aus der IG das zweitgrößte deutsche Unternehmen zu machen. Zu diesem Zeitpunkt stellte der Konzern fast alle in Deutschland produzierten Farbstoffe her. Über die Kontore der Frankfurter Zentrale wurde der Verkauf weltweit abgewickelt. In den 20er Jahren hatte der Chemieriese viel Geld in die Erforschung der synthetischen Kautschukherstellung, das sogenannte BUNA, gesteckt. Doch wie sich schon bei der Produktion von künstlichem Benzin gezeigt hatte, die Verarbeitung von Naturstoffen war deutlich günstiger. Warum setzte die IG trotzdem auf die teuren Syntheseprodukte? Erkenntnis einer frühen Amerikareise des Aufsichtsratsvorsitzenden Karl Krauch. Ich konnte sehen, welche ungeheure Reichtum in diesem Ölbesitz liegt. Und es war nicht verwunderlich, dass die Herren der Direktion dieser großen Gesellschaften mich einmal vor die Frage stellten, nachdem sie nun alles das gesehen haben, kommen sie da nicht zu der Meinung, dass es für Sie in Deutschland zwecklos ist, mit so kostspieligen und umständlichen Verfahren aus Kohle Öl zu machen, während hier das Öl aus dem Boden läuft und eigentlich nur mit Schiffen versandt werden muss nach Europa. Ich sagte den Herren damals genau im Gegenteil. Nachdem ich jetzt diesen ungeheuren Ölbesitz gesehen habe und gesehen habe, welche gewaltige Macht dahinter steht, halte ich es für eine Pflicht, dass jedes Land, das kein Öl hat, sich solches auf chemischem Wege synthetisch schaffen muss, um unabhängig zu werden in dem großen Wirtschaftskrieg der Völker. Der Konzern blieb auf Distanz zu den Nationalsozialisten, bis sie an der Macht waren. Hermann Schmitz und Karl Krauch zu Besuch beim neuen Auftraggeber, bei Reichsminister Hermann Göring. BUNA und synthetisches Benzin, die Basis der neuen Freundschaft. Und ähnlich, meine lieben Volksgenossen, liegt es auch auf dem Rohstoffgebiet. Es werden in den nächsten Zeiten selbstverständlich neue Fabriken entstehen. Fabriken, in denen wir den eigenen Gummi machen. Fabriken, in denen wir aus Zellstoff, Faserstoffe eigene Kleider schaffen. In denen wir die Baumwolle dann nicht mehr brauchen, die uns heute Millionen von Devisen kostet. Seit Gründung der IG hatten stets Juden, beispielsweise Karl von Weinberg, dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehört. 1937 aber musste er sein Büro im IG Farbenhaus räumen. Er, sein Bruder Arthur und andere Juden wurden aus dem Direktorium gedrängt. Die nicht-jüdischen Konzernherren, ihre Kollegen, hatten es so beschlossen. Auch die kleinen Angestellten jüdischen Glaubens mussten gehen. Karl von Weinberg floh nach Italien, überlebte. Sein Bruder Arthur aber kam im Lager Theresienstadt um. Das IG Farbenhaus ganz im Zeichen des Hakenkreuzes. Der Konzern galt endlich als judenfrei. Ideologisch gefärbt, aber zutreffend beschreibt der DDR-Spielfilm Rat der Götter 1950 die guten Geschäftsbeziehungen zwischen IG und Nazis. Na, das wird aber bei uns riesige Investitionen erfordern. Na, ich schätze 300 Millionen für die erste Rate der Rüstungsinvestition. Das sind ja die 3 Millionen, die Sie vorhin dem Führer überwiesen haben, noch billig. Meine Herren,
Wir werden uns in Zukunft noch über viele Details zu verständigen haben. Im Interesse der Geheimhaltung bitte ich Sie, das Aufrüstungsprogramm als Fall A zu bezeichnen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Gibt es dann auch einen Fall B? Ja. Und der ist? Krieg, meine Herren. Damit haben wir natürlich nichts zu tun. Was sagen Sie jetzt vor? Deutsche Räder, die ohne ausländisches Kautschuk rollen. Hitler war begeistert. Die Nachfrage garantiert. Schon 1933 nahm die IG ihre Buna-Forschung wieder auf. Zur industriellen Produktion aber reichten die Kenntnisse noch nicht aus. Wir wussten, dass wir keinen Treibstoff haben. Also haben wir die Fabriken gebaut, die uns den Treibstoff geben werden. Wir wussten, dass wir keinen Kautschuk bekommen können. Also haben wir die Fabriken gebaut. Dort, wo sie einst glaubten, Monopole zu haben, hat deutsche Wissenschaft diese Monopole gebrochen. Und heute sind wir im Besitz jedenfalls all der Mittel, die wir brauchen, um den Gegner zu besiegen. Und wenn man bis jetzt schon viel getan hat, und wenn wir uns bis jetzt schon anstrengten, durch Neubau von Fabriken, durch Ausweitung und so weiter, das Möglichste zu tun, so darf ich euch auch wieder das eine versichern. Von jetzt ab wird das Äußerste getan, was überhaupt gibt. September 1939. Kriegsbeginn. Die Herstellung von synthetischem Benzin und Buna lief auf Hochtouren. Damit die Wehrmacht rollen, die Luftwaffe fliegen konnte. Der Bedarf war groß. Zu groß. Schon 1940 reichte die Buna-Produktion nicht mehr aus. Die Regierung machte Druck. Der Konzern sollte ein neues Werk bauen, die Produktion erhöhen. IG-Vorstandsmitglied Otto Ambros wurde beauftragt, einen geeigneten Standort zu suchen. Voraussetzungen: Wasser, Kohle, eine günstige Verkehrsanbindung und Arbeitskräfte. Vorgabe des Reichswirtschaftsministeriums: Das neue Werk sollte möglichst weit im Osten liegen, um vor feindlichen Bombern sicher zu sein. Otto Ambros fand den passenden Standort für Buna 4 in Monowitz, nahe bei Auschwitz. 1941 wurde der Bau beschlossen. In einem Brief vom April desselben Jahres berichtete Otto Ambros der Firmenleitung vom Beginn der Tätigkeiten im Osten unter Hinweis auf gute Kontakte zur SS. Zitat: Und außerdem wirkt sich unsere neue Freundschaft mit der SS sehr segensreich aus. Wie segensreich sich die Kontakte zur SS für die IG noch auswirken würden, zeigte sich später. Hoher Besuch am neuen Standort. Reichsführer SS Heinrich Himmler bei IG-Bauleiter Max Faust. Gemeinsame Inspektion der gigantischen Baustelle. Als sich herausstellte, dass es an Arbeitskräften fehlte, pachtete die IG kurzerhand Häftlinge aus dem nahegelegenen KZ von der SS. 1942 errichtete der Konzern sogar ein firmeneigenes Konzentrationslager, Auschwitz III. Näher als das Stammlager, aber kaum weniger unmenschlich in den Bedingungen. Einer, der dort um sein Überleben kämpfen musste, ist der Berliner Jude Alfred Jachmann. Während die meisten Häftlinge auf der Baustelle oder in den werkseigenen Kohlegruben 12 Stunden täglich bis zum Zusammenbruch geschunden wurden, hatte der damals 15-Jährige sozusagen Glück. Zwar musste auch er Schwerstarbeit leisten, aber in einer Halle, wenigstens vor Kälte und Regen geschützt. Na, ich habe beispielsweise erleben müssen, dass mein eigener Vater, der ja in den Augen derjenigen, die mit ihm zu tun hatten, der Häftling 105.106 war, bei einer Selektion im Juni 1944 als nicht mehr arbeitsfähig für die Sklavenarbeit ausgemustert wurde und nach Birkenau transportiert wurde. Und bei dieser Selektion waren nicht nur SS-Leute,
sondern es waren Zivilisten dabei. Ich war damals ein Junge mit 15 Jahren, konnte mir also keinen Reim machen, was geschieht da eigentlich, wer ist dabei. Heute weiß ich, dass es Angestellte der IG Farben waren, die darauf Wert legten, und das war ein offenes Geheimnis im Lager, dass nur arbeitsfähige Häftlinge auf das Kommando gebracht werden, damit sie nicht für irgendeinen, der die Arbeit nicht voll leisten konnte, diese 3,50 Mark oder 4,50 Mark, die sie an der SS bezahlt haben, ausgeben mussten. Es ging das schreckliche Wort in Buna rum, dass das Buna-Lager kein eigenes Krematorium hat, weil es rentabler ist, die Leute nach Birkenau zu bringen und sie dort umzubringen, weil ja der Unterhalt eines Krematoriums wäre für dieses Lager also nicht rentabel gewesen. Das waren Formulierungen, die ich mit angehört habe. Tausende wurden wie Alfred Jachmanns Vater wegen Entkräftung, Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit in jenen Jahren vom Buna-Werk nach Birkenau ins Gas überstellt. Wenn sie nicht schon vorher an der mörderischen Zwangsarbeit zugrunde gingen. Bilanz der IG: 25.000 Tote. Überlebende erhielten später 5.000 Mark Entschädigung. Doch die IG war nicht nur in das Programm Vernichtung durch Arbeit verstrickt. Obendrein lieferte eine ihrer Tochterfirmen, die Frankfurter Degesch, das blausäurehaltige Gas Zyklon B nach Auschwitz, mit dem Millionen Juden ermordet wurden. Und sie kassierte dafür. Erst im Januar 1945 zogen die letzten IG-Vertreter aus dem teils zerstörten Monowitz ab. Das IG Farbenhaus in Frankfurt hingegen trotzte auch den heftigsten Bombenangriffen, während die übrige Stadt brannte oder längst in Schutt und Asche lag. Möglich, dass die US-Luftwaffe, wie Gerüchte besagen, das Gebäude bewusst schonte. Ende März 1945 war für die Frankfurter der Krieg vorbei. Die ersten Einheiten der 3. US-Armee eroberten von Sachsenhausen aus das Zentrum der Stadt. Für das schon wenig später vom US-Militär besetzte IG Farbenhaus begann eine neue Ära. Off-Limits für Deutsche.